Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir aus unserem Chaos. Heute ist Chaos-Tag. Ja, wir sind gerade dabei, hier ein bisschen aufzuräumen, alles wieder picobello zu machen. Meine Kinder helfen mir mit. Ich kann doch mal gerne ein Video machen zu den täglichen Regeln, die jetzt so anfallen. Clara hat jetzt gerade Katzen gefüttert und die sind auch sehr glücklich darüber. Guck sie dir an, wie glücklich Cookie ist. Bist du glücklich, Cookie? Hä? Guck mal, hast gerade Futter bekommen. Willst du essen oder nicht? Cookie, hat sie doch keinen Hunger. Clara, machst du ihr noch Wasser? Ja. Wasser haben die Katzen gerade auch nicht mehr. Ne? Ja, ein seltener Anblick, ne? Dass Cookie Maus hier so mitten am Tag in einer wuseligen Küche auch mit dabei ist. Aber sie taut jeden Tag mehr auf und ist jetzt auch ganz oft draußen. Genau. Draußen im Garten sieht man sie jetzt auch ganz oft. Wird immer mutiger hier. Ich bin auch stolz auf sie, dass sie jetzt mutiger geworden ist. Ja, bist du stolz auf sie? Ja. Das ist doch schön. Ja, genau. Also. Kaltes oder warmes Wasser? So mitten? Ja, so lauwarm reicht. Aber sie trinkt es ja auch nicht direkt. Da sagt man, wie wohl du dich fühlst. Cookie Maus, dann legst du dich hier hin. Ach, wie süß. Ja, chaotisch, genau in den Sommerferien bleibt der Haushalt immer so ein bisschen liegen, deswegen sieht es hier dementsprechend aus. Aber wir kriegen das gemeinsam hin, alle zusammen. Toll, richtig toll. Ich finde es immer schön, wenn die Haustiere immer mehr Vertrauen zu uns fassen. Ja, auch ein Liebesbeweis. Ja, ist leider noch ganz viel von gestern Abend auch übrig geblieben. Hier die ganzen Kartons habe ich ausgepackt, also ganz viel Eis. Das nimmt ja so viel Platz weg in meiner Tiefkühltruhe, deswegen packe ich das immer aus und schmeiße das direkt in die Tiefkühltruhe und die Kartons sind dann so weg. Justus ist übrigens gerade voller Panik. Hat er geflucht, hat auf sein Handy geguckt und dann so ganz doll geflucht. Und dann ist er weg, weil ja, er hatte offensichtlich jetzt gerade noch mal einen Termin gehabt, den er vergessen hat. Am Architektenhaus, da ist er jetzt nochmal hingefahren. Bin gespannt, das steht ja bald auch ja, eine wichtige Entscheidung an. Da halte ich dich natürlich auf dem Laufenden. Mochi, ja, das will ich alles haben. Die waren aber nicht so, ich glaube, die waren nicht so lecker, ich weiß es gar nicht. So, guck mal, wir haben auch immer ganz, ganz viel Papiermüll. So, mal gucken. Was sind das denn, Mochis? Mochis, das sind doch die hier. Ach so, so welche. Magst du die? Ja, wenn sie auch Schokolade sind. Achso, Schokolade. Und ist auch Vanille? Ja, Vanille, Schokolade, schwarzer Sesam. Okay, dann werde ich nur Vanille. Ja, aber das ist ja schon leer. Hast du alles leer gegessen? Ja. An einem Tag? Nein. Guck mal, wie geschockt mein Sohn ist. An zwei Tagen. An einem halben Tag. Okay, es war ein halber Tag. So, jetzt haben wir nichts mehr. Ja, das ist der ganze Biomüll. Den machen wir immer so einen Riesentopf und dann schmeißen wir ihn direkt draußen, weil wir haben hier nicht so viel Platz. Du weißt ja, wir haben hier nur diesen Mülleimer und da passt gerade so für einen Tag der Restmüll und der Plastikmüll da rein. Da. Was ist mit deinem Kuchen, Clara? Was machen wir damit? Ich weiß nicht. Irgendwie schmeckt er mir auch nicht so richtig. Schmeckt er dir nicht? Dann probieren wir nächstes Mal ein anderes Rezept. Ja. Es ist nämlich immer rezeptabhängig und nicht davon, ob man das gut gebacken hat oder nicht. Ja. Wollen wir da jetzt das Kieselsteinspiel spielen? Ja. Sind die schon fertig? Ja. Aber da liegt nur noch ganz viel auf dem Tisch. Nee. Warum klingelt dein Handy? Vielleicht hat Papi ihn angeklingelt. Papi ist noch gar nicht da. Warum klingelt Papi denn jetzt ein Handy an? Das war deins. Dann gib mal her. Papi hat sich mehrmals angerufen. Oh, okay. Oh, was ist jetzt los? Mach mal aus. Das ist ein bisschen. Verpasster Anruf, verpasster Anruf. Oh Gott, was ist los? Könnt ihr den Tisch noch abräumen, ihr Süßen? Ja, der ist doch angeschmeckt. Die Sache ins Kabüffchen. Ja? Ich bin jetzt fertig, ich würde jetzt Evita abholen. Ja? Gibt es mir irgendwas zu essen oder soll ich das von McDonald's bringen? Frag deine Kinder. Es gibt hier nichts zu essen.
gibt dir nichts zu essen. Okay, ich dann bring was mit, ja? Ja, gut, dann bringen wir es mit. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Den Chicken Burger. Ja, ja. So, das war so wichtig. Ich dachte schon, es ist sonst was passiert. Oh Mann. Ja, komm. Okay, das ist ja immer noch ganz viel Zeug. Nein. Das machen wir gleich. Ich spiele jetzt das Spiel, dann machen wir das gleich. Ich spiele jetzt das Spiel. Ja. Gut, wollt ihr das Spiel dann einmal zeigen? Ja. Habe ich dir eigentlich schon mal gezeigt, das Steinchenspiel. Aber immer, wenn ich das zeige, wird immer gefragt, wie geht das? Weil da gibt es immer ganz, ganz viele verschiedene Arten, es zu spielen. Es macht aber super viel Spaß, aber egal, welche Spielregeln du dann machst. Und ja, für die Kinder ist das toll. Elisa kann das auch schon. Ich habe ihr das auch schon beigebracht. Sie macht das auch total gerne. Und ich verlinke dir das einmal in der Infobox. So, sollen wir zu dir kommen? Oder? Ihr könnt auch hier spielen. Oder wollt ihr da drüben spielen? Nee, was? Ich muss ja noch so viel aufräumen. Guck mal, wie das hier aussieht. Wo sag ich mal? Mein Baby ist da in der Ecke. Wie man es kann. Und dreht sich fleißig die süße Maus. Wunder dich nicht, ne? Hier liegt immer noch Wäsche rum. Ja, mein Baby. Guck mal, sie dreht sich jetzt immer schon auf die Seite. Und dann genießt sie das da. Ja, ich zeig mal kurz. Und dann, ja, ist sie zufrieden. Und irgendwann ärgert sie sich und dreht sich dann noch weiter. Also es ist echt toll, dieses süße Mädchen. Und guck mal ihren süßen Strampler an. Siehst du das? Ja, zeig mal, wie toll du das kannst, Anastasia, mit nackigen Füßchen. Das mag sie auch total gerne. Babys lieben das ja, ne? Mit den nackigen Füßchen und so. Ja, Baby. Wir hatten ja Steine. Auch schon immer ganz oft Hände in den Mund. Das ist ja auch ganz typisch, dass die Babys anfangen, ihre Hände zu entdecken. Oh. So niedlich, mein Baby. So, das hier ist dieses Steinchenspiel. Das Fingst ist du an? Das Nein, ist der Anfang. Da sind immer erstmal nur zwei in jeder Mulde und auf der rechten Seite jeweils zwei. Und dann kann man ja, mit den Steinen laufen. Ne? Wie kann man das erklären? Eigentlich ist das echt nicht schwer. Und dann kann man noch Steine klauen vom Gegenüber. Und das Ziel ist einfach, zum Schluss die meisten Steine zu haben. Und man darf nur klauen, wenn man nicht mit einem drin landet, weil dann darf man nicht mehr weitergehen. Habe ich die schon mal? Ja, so. Irgendwie ist das bei uns ein Sommerspiel, kann man natürlich auch im Herbst und Winter spielen. Aber gerade so in den Sommerferien hat man ja sonst nichts zu tun. Oh, noch ein Stück, dann geht's rum. Ja, guck mal, wie sie sich müht. Ganz ehrgeiziges Baby. Ganz toll, ja. Könnt ihr euch da hinsetzen zu Anastasia und dann zusammen spielen? Apropos Sommerferien. Da haben wir jetzt geguckt und uns immer noch nicht entschieden. Also Justus würde gerne wieder so ein bisschen Richtung Bayern. Er liebt es ja dort. Dieses Mal nicht Oberstdorf, sondern irgendwas anderes. Irgendeine Alm oder sowas hat er sich da ausgesucht. Ich möchte da nicht hin, weil es für uns bedeuten würde, dass wir 8 Stunden lang im Auto sitzen. Und das möchte ich nicht. Also ja, das möchte ich meinen Kindern jetzt nicht unbedingt zumuten und vor allen Dingen nicht Anastasia. Ich glaube nicht, dass sie Lust hat, 8 Stunden lang in ihrem Babysitz zu sitzen, weil sie fährt nicht so super gerne Auto. Und wenn sie schon, ja, das ungemütlich findet, wenn wir nur 1 Stunde Fahrt haben, dann glaube ich, sind 8 Stunden nicht gut. Und deswegen gucke ich gerade so ein bisschen hier in der Nähe. Ich habe gedacht, so Lüneburger Heide, das wurde auch ganz oft empfohlen aus der Community, dass es dort schön sein soll. Oder im Harz, da soll es toll sein. Ja, muss ich mal gucken. Also es ist auch wieder so kurzfristig bei uns. Ich hoffe, wir finden überhaupt noch was. Dieses Jahr sind ja Deutschland-Urlaube, glaube ich, super beliebt. Was ich auch total nachvollziehen kann. Wir sind ja auch totale Fans von Deutschland-Urlauben. Aber dazu kommt auch noch, dass das Wetter jetzt nicht so gut ist und auch noch so diesig bleiben soll. Und dann ist es eigentlich nirgendwo richtig toll zum Urlaub machen. Mal gucken. Sag mir gerne, was du vorhast. Urlaub, ja oder nein. Vor allen Dingen, wohin. Das muss noch rein. Das muss noch rein. Das muss ich auch noch zeigen. Oh mein Gott. Anastasia, das muss ich dir ja noch zeigen. Ich habe es geschafft. Endlich
Ich habe es geschafft. Eigentlich hat es die Community geschafft, Justus zu überreden. Ich freue mich so sehr. Ich weiß nicht, du weißt, ich liebe Technikspielzeug. Und vor allen Dingen Küchenmaschinen. Vielleicht hast du sie eben schon im Hintergrund gesehen. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich jetzt eine neue Küchenmaschine. Ich freue mich so sehr darüber. Das war schon komisch, dass ich eine verlost hatte und selber keine hatte. Und dann war das wirklich so, dass die Community gesagt hat, doch, das ist was Tolles. Und ganz viele haben auch Freunde Justus auf seinem Instagram-Account geschrieben, was man damit so machen kann. Zum Beispiel Kaffeesirup, genau. Das fand er ganz toll und das werde ich ihm auch machen als nächstes. Ich habe übrigens schon ganz viel gezaubert damit. Gestern habe ich die Gemüsepaste gemacht. Warte mal, ich kann sie dir zeigen. Oh, okay. Da hat man so einen riesen Kühlschrank. Ja, wird es trotzdem schon knapp hier. Aber hier kann ich es dir zeigen. Also, ich habe eine kleine Dose und diese riesige Dose geschafft. Das war eine Portion. Also, das ist alles selbstgemachte Gemüsepaste. Das habe ich dir auch schon mal gezeigt. Das habe ich sogar schon mit dir gemacht. Und das ist halt, ja, ohne Konservierungsstoffe, ohne irgendwelches Zeug, was da nicht reingehört. Alles total natürlich. Und das werde ich jetzt immer zum Würzen benutzen, egal ob Suppen, egal ob Pfannengerichte, egal. Ich benutze ja immer super gerne Gemüsebrühe einfach so zum Würzen. Alles gut? Was ist los? Ach so, dann müsst ihr sie vielleicht nochmal wieder umdrehen. Spucktücher sind da immer überall. Ja, also es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon ganz viele tolle Gerichte damit gezaubert. Es macht mir einfach so super Spaß, damit irgendwas zu machen. Und ja, du kannst mir gerne mal deine Lieblingsrezepte mit der Küchenmaschine schreiben, unten. Und dann probiere ich die super gerne aus. Also im Moment bin ich jeden Tag am irgendwas damit machen. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich einen zweiten Topf vielleicht mir zulege und mir vielleicht wünsche. Weil das ist ja auch das Tolle, das kann alles einfach in die Spülmaschine rein, aber dann ist es da drin und dann denke ich mir wieder, ach, jetzt würde ich gerne das und das machen. Also ich habe zum Beispiel auch schon Eis jetzt damit gemacht, also so ein Erdbeereis habe ich gemacht, auch super mega lecker. Und dann habe ich auch noch die Königsberger Klopse, genau, die habe ich auch da drin gemacht, die waren auch so super lecker. Oh mein Gott, und achso, Milchreis soll man ja darin machen, weil es super lecker wird. Kartoffelpüree wird auch wohl super lecker darin. Also ich freue mich riesig, das zu machen, aber als nächstes erstmal Justus Kaffeesirup, damit er auch, ja, okay, ist auch richtig, sich dafür zu entscheiden. Es macht wirklich großen Spaß. Also wie gesagt, falls du richtig gute Rezepte hast, dann schreib mir das. Okay, ich glaube, ich muss jetzt einmal mich um Baby kümmern. Und dann machen wir hier weiter, ja? Hier, der ist noch mit nichts verbunden. Also, oder hast du nichts rangeklebt? Ja, ich dachte, du willst das mal ein bisschen aufräumen da. Oder willst du einfach noch so ein Ding? Warte, kennst du das? Community noch fragen. Das habe ich Justus besorgt. Das sind diese Tracker. Ja. Und dann kann er endlich seine Schlüssel immer wieder finden, ohne mich zu fragen. Ja, und die treffen mit meiner Geliebten, die muss ich jetzt noch heimlich redaktieren. Was? Oh Gott, Justus, ey. Und das ist ganz gut, dass sie mich dann überall findet. Ich finde weil dich ich sowieso überall. Über dein Schlüsselanhänger in meiner Tasche. Ach Gott, Justus. Ja, wir sind gerade am Überlegen. So wie Justus, ich zitiere, Justus hat eben gesagt, was können wir den Kindern noch bieten? Jetzt für die Sommerferien wollten wir schon natürlich, dass sie ihre Sommerferien auch genießen können, so endlich, ne? Keine Schule. Ja, und Justus meinte ja, mit Malediven. Haben ganz viele. Malediven? Ich habe gesagt, nein, kannst du vergessen. Er die ganze Zeit Malediven, Malediven. Ja, wegen dieser Hochzeitsreise. Die Hochzeitsreise müssen wir auch unbedingt mal nachholen, ne? So, ich dachte, Malediven, jetzt lade ich dich ein zu einer Hochzeitsreise. Aber das ist ja auch wieder Hochrisikogebiet und dann. Ja, hat er gerade durchgelesen und ja, jetzt ist er wieder davon ab. In Portugal geht ja auch nicht mehr. Spanien bald auch nicht. Ja, das ist alles nichts dieses Jahr. Ja. Lass es einfach. Ja, das Problem ist ja jetzt, wir wollten ja in die Richtung Ostsee oder jetzt auch in die Berge und so weiter. Ja, und jetzt ist aber schlechtes Wetter und zwar überall in Deutschland schlechtes Wetter. Normalerweise ist ja Norddeutschland, da regnet es ein bisschen mehr als in Süddeutschland, aber da regnet es jetzt auch. Tja. Dann ja, lass mich mal gucken hier in Deutschland. Du meinst die Sonneninsel Rügen, ja? Nein, bitte nicht. Da war auch nie Sonne, als wir da waren. Doch, das erste Mal, als wir da waren, gab es richtig viel Sonne. Das war der schönste Urlaub mit den Kindern überhaupt.
Richtig viel Sonne. Ja, aber dann die nächsten Jahre, Strand die wir da waren, war nichts. Schön gemacht. War immer doof. Ja, danach war es kalt und nass. Aber man kann schöne Steine finden. Ja, also ganz viele Fossilien kann man da finden. Stimmt, ich hatte doch auch mal so eine coole Fossil gefunden, so eine Muschel. Ja, eine? Ich hab sie gefunden. Wir haben richtig große, versteinerte Muscheln gefunden. Ja, das kann man auch ganz gut bei so Regenwetter machen, aber auch nur so einen Tag, und genau. Dann macht es keinen Spaß mehr. Ne? Ab dem dritten Tag ist die Tüte voll dann. Ja, ich guck. Und die Kinder haben keine Lust mehr. Was wir machen können. Ja, ich bin ja jemand, mit dem man einfach so an die Ostsee fahren kann, aber bei dem Wetter ist das auch nichts. Vor allem musst du dann immer mit dem kleinen Baby irgendwo hinhechten. Was sagst du denn eigentlich zu meiner neuen Küchenmaschine? Hast du schon was dazu gesagt? Ich möchte, ja, dass du es zugibst. Was haben wir gegessen? Königsberger Klopse. So oft mit ihm so darüber gut reden. Hätte und er hat gedacht. Immer gesagt, nein, nein, brauchst du nicht. Ja, kannst du kein Steak mit braten. Ja, warum? Dafür hast du eine Pfanne. Und Pommes geht auch nicht damit. Ja, das ist meine Hauptnahrung. Was wolltest du jetzt als nächstes? Kaffeesirup. Also, aber was war gut? Es war gut, Hühnerfrikassee war sehr gut. Nur der Reis, der war ganz schön matschig. Ja, der Reis war nicht gut. Ja, also, das sollte man nicht machen. Und aber dafür haben wir den Bobbelbob. Königsberger Klopse, also hätte ich nicht gedacht. Also, nicht schlecht. Und das ging schnell, ne? Das hast du schnell gemacht. Ja, das ist ja schnell machen und dann hast du deine Ruhe. Dann brauchst du nichts mehr machen. Das ist ja das Tolle daran. Okay. Gut. Also, gib's zu. Die Community will, dass du es zugibst. Ja, mit der anderen Maschine konnte man wenigstens Popcorn machen noch. Ja, aber ganz viele aus der Community meinten schon, wenn Justus das Ding hat, dann wird er sagen, oh ja, das ist toll. Und dann wirst du auch ständig sagen, genau, du musst auch selber was damit kommen. Das fehlt noch so ein bisschen. Nee, also ich will es nicht haben, ich will auch nicht damit kommen. Aber du darfst damit kommen. Ja, ja, was machen wir jetzt, ne? So Sommerferien, Sommer, was können wir mit den Kindern machen? Wir versuchen ja denen schon wirklich immer jeden Tag so ein super Entertainment-Programm. Genau, im Garten haben wir ganz viel Spielzeug besorgt, ne? Ja. Federball haben wir jetzt auch aufgebaut, unser altes Federballnetz. Das macht voll Spaß. Ja. Das spielen wir auch immer mit. Hätte ich nicht gedacht, weil bei all den Spielsachen hätte ich nicht gedacht, dass das Federball, den die Kinder begeistert. Das macht Spaß, ja. Kann ich sehr empfehlen. Aber auch für uns wäre, glaube ich, so ein Tapetenwechsel ganz gut, weißt du? Einfach mal weg von diesen ganzen Sorgen. Ich wäre gerne in die Berge wieder gefahren. War eigentlich alles gut heute? Ja? Mit dem Panikanruf? Oh mein Gott. Ja, ich habe keine Lust drüber zu reden. Okay. Brauchst du nicht, mein Schatz. Aber wir hatten auch schon Sommerferien, wo alles voll ins Wasser gefallen ist. Also Regen. Also falls wir spontan losfahren, dann fahren wir richtig spontan los. Dann packen wir. Achtung, Sonne scheint! Oh, Alter. Und dann sind wir weg. Okay. Ja, aber das ist wirklich der Vorteil, wenn man an der Ostsee wohnt. Ja, dann hat man es nicht weit. Kann man schnell. Komm. Wir haben jetzt gesehen, die Kinder oben, ist auch doof. Aber die können auch ruhig mal alleine was machen. Ja, also gut, jetzt haben die letzten Tage haben sie echt viel draußen gespielt und das hier, ja. Und dafür machen wir jetzt euch oben mal ihre Zimmer aufräumen. Ja, heute war so ein bisschen Aufräumtag. Wie du siehst, die Küche sieht wieder gut aus, dank der Hilfe der Kinder. Da kommen sie schon wieder. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich nehme dich wieder mit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.